Es gibt keine Geister. Keine Gespenster, keine Engel. Es gibt Geister in diesem Haus. Was treibt einen Menschen dazu zu glauben? Eine gequälte Seele. Dieser Geisterunsinn, sie ist davon besessen. Glauben Sie, es ist nur Einbildung? Sie nicht? Sie glauben nicht, dass es in Elbbrook spukt, oder? Ein Haus mit einem Geheimnis. Ich habe nie etwas gesehen oder erlebt, wofür es keine vernünftige Erklärung gab. Sie wollen mir doch nicht weismachen, Sie sehen gar nichts. Eine Liebe, die ihm hilft, Vergangenes zu vergessen. Dann glauben Sie nicht, dass es hier spukt. Sie sind unglaublich tapfer. Ein wahrer Abenteurergeist. Jetzt verliert Parapsychologe David Ash. Was geschieht mit mir? David, Sie bilden sich diese Dinge nur ein. Mehr als seinen Glauben an die Wissenschaft. Hatten Sie schon früher einmal derartige Halluzinationen? Er könnte den Verstand verlieren. Ich traue hier in diesem Hause nichts und niemandem mehr. Diese Faszination für den Tod ist ekelhaft. Die Seele ist etwas sehr Zerbrechliches, David.